Story. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sonic Adventure 2 Let's Play auf Poly Sprites. Weiter geht's. Wir kommen so langsam zum Schluss von diesem Let's Play. Und das letzte Mal in Part 7 hatten wir ja diese eine Geschichte zwischen Rouge und Knuckles. Dann kam irgendwie Sonic dazwischen. Und ja, eigentlich soll Sonic tot sein. Das kann aber nicht sein, sagt der gute Tails hier. Und jetzt wird sich Tails an Eggman rächen. Da kommt noch eine Cutscene, die ich jetzt hier einfügen werde. Also, viel Spaß dabei. Let's take care of business first, shall we, Sonic? Hand over the Chaos Emerald, slowly, and then we'll talk about your girlfriend. That is, if you really care for her. Handing over the fake emerald? I can kill two birds with one stone! Put the emerald down right there and back off! Turned into a big-time villain, Doctor! Whoa! You thought you could trick me with that fake emerald, didn't you? So, how did you know it wasn't the real one? Tails! Because you just told me, Fox Boy. For a little space ride. Capsule clears the colony. Bam! I'm counting on you, Tails. And Amy, take care of yourself. Farewell, Sonic the Hedgehog. Same wavelength and properties. But can I do this? No way. My admirable adversary. Now we have some unfinished business to take care of. If you give me the real emerald, I will release you both. You have my promise. Son! Huh? Sonic is asking for the first time to do something for him. I won't let him down. I won't give up. So, und hiermit wären wir in diesem komischen Raum mit Eggman. Wir kämpfen ihm zum zweiten Mal in diesem Let's Play. Und diesmal ist es einen guten, sehr, sehr schwer eigentlich. Er ist viel schwerer als beim ersten Mal. Wir haben keine Ringe diesmal. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, sich zu regenerieren. Und hier sind in der Mitte sind so Dinger, die explodieren. Schaut euch das mal an, wie das aussieht. Hier, boom. Paff! Und es gibt eine riesen Explosion. Und das hat den Eggman sogar getroffen! Wie geil! Oh je, jetzt schießt er seine Dinger hier ab. Auf dem muss man gut aufpassen. Die treffen fast immer. Aber das habe ich jetzt gut ausgewischt. No more games, Tails. Er hat schön nicht gedacht. Normalerweise schießt er immer seinen Laser ab. Dass er jetzt noch tut und... Oh, da habe ich noch ausgewischt. Ich hätte euch gerne das gezeigt mit dem Laser. Das sieht ziemlich astronomisch geil aus. Ja, aber so viel dazu. Das wird er dann wahrscheinlich in der Dark Story zu sehen bekommen. So, und jetzt noch eine kleine Cutscene und dann kommt wahrscheinlich eines der schwersten Level in diesem ganzen Spiel hier. I feel some strange energy. I wasn't sure if I could pull that one off. Somehow I managed to use the Chaos Control. Chaos Control? Are you okay? I'm worried about Tails and Amy. I hate to ask, but could you help them?
This is our last chance. I got it. Before the cannon fires, I'll slam dunk it in there. Moment, Sonic hat jetzt gerade Chaos Control benutzt. Da gibt es einige Leute, die das unglaublich kontrovers finden, dass Sonic irgendwie gelernt hat, Chaos Control zu benutzen, obwohl er es überhaupt nicht lernen konnte. Ich meine, woher sollte er das gelernt haben? Aber er kann es irgendwie. Ich habe da so meine Theorien. Ich glaube, da er sich öfters mal als Super Sonic sich verwandelt hat, in Sonic Super Sonic verwandelt hat, hat er eben irgendwie schon diese Prädisposition, wenn ich das mal sagen darf. Und hier sehen wir jetzt den Final Rush, dem letzten Level der Story. Es ist auch Sonics Ehrenlevel und ich sterbe jetzt auch ziemlich graziöse hier. Am besten ich versuche jetzt den Level ordentlich zu beenden. Es wird jetzt einige Minuten dauern, da dieser Level unglaublich groß ist. So, ja, aber wie auch ihr seht, das was an diesem Level so markant sind, diese Grinding Sections. Und die sind, ja, das macht das Level ein bisschen holprig, ein bisschen schwer zu manövrieren, aber es sollte eigentlich gehen. Wow, radical dude. Okay, Action Checkpoint. Hui. Und darauf geht's. Ja, jetzt geht's weiter. Eigentlich ist es ein cooler Level, wenn man bedenkt, dass man hier mit High Speed vorankommt auf diesen Grinding Rails. Aber es ist fast sehr wenig Boden hier in diesem Level, also schön aufpassen. Ich mag es, wenn ich diese Bombe hier benutze, dann geht alles in die Luft. Wow, radical dude. Woo! Wow, das war jetzt sehr knapp. Das hätte jetzt schief gehen können. Aber weiter geht's. Was einige Leute vielleicht nicht so oft, also was ich am Anfang nicht viel gemacht habe, ist das B drücken oder das X drücken während dem Grinden. Das nennt man hinhocken auf Deutsch. Ich hatte das nicht mehr gedacht, dass das Englische ist reinhocken. Nein, aber es heißt, es bedeutet bloß, dass man sich Sonic hinhockt und dadurch schneller grinden kann. Ah, nein! Da bin ich durch das Grinding Rail. Wie sagt man das aufs Deutsch? Schiene? Ja, Schiene eigentlich. Yes! Yes! Okay, ich kann den A-Rank schon vergessen. Dafür bin ich schon viel zu schlecht am Werk hier. Und los geht's! New way! So. Hier geht's. Und jetzt nochmal dasselbe hier. So, was kann ich noch zu dem Level sagen? Also, es gehört definitiv nicht zu meinem Lieblingslevel. Ich meine, Crazy Gadget habe ich da noch ein bisschen lieber. Einfach bloß, weil dieses Level so schwer ist. Oh, verdammt! Eigentlich hätte das mich nicht... Ah! Ich hasse diese Gegner hier ganz besonders. Wow! Wo war ich da jetzt eben? Das hat mich jetzt ein bisschen verwundert. Ach ja, der Jump Dash. Oh, ciao. Moment, der Jump Dash, das geht. Wow! Wow! Okay, nochmal. Oh! Ah, das ging jetzt in die Hose. Egal. Mit dem Jump Dash kann ich so hoch springen, das ist das Coole darin. Das ist ein Trick, das man benutzt an diesen Stellen, wo dieser vertikale Grind ist. Hier, schaut mal. Geht drauf, springt am richtigen Moment, geht man sehr hoch nach oben. Funktioniert aber nur, wenn man präzise ist. Wenn man präzise ist, genau. Habe ich noch den Light Dash? Der irgendwie funktioniert ja nicht gut. So kommt man in die Höhe. Huhu! Das ist ein schweres Manöver. Aber geil! Ah, gerade so nicht geschafft. Oh, schade. Das hätte jetzt auch funktionieren können. Wow! Okay, ich weiß nicht, ob ich diesen Part jetzt soll, ob ich jetzt zum Schluss... Wow! Ich weiß jetzt nicht, ob ich Part 8 jetzt den letzten Part machen soll von dieser Story, oder ob ich noch einen neuen Part dabei fügen soll. Ich weiß es nicht. Ich spiel mal weiter. Wenn ich jetzt unter 10 Minuten komme für diesen Level, also wir sind jetzt bei 7 Minuten ungefähr, für diese... Shit! Okay, Spin Dash nach vorne.
Yes! Wow! Oh, das ging noch mal gut. Oh, das ging auch noch mal gut. Also ich habe echt Schwein jetzt im Moment. Obwohl nicht so viel. Whee! Leute, mal zur Information. Ich habe jetzt vor kurzem einen Sonic Amiibo gekauft, erhalten. Nein, meine Freundin hat mir geschenkt. Und das ist so ein tolles Stück, so ein tolles Sammlerstück. Ziemlich viel wert. Oh, ich könnte jetzt die Mystic Melody nehmen, aber das mache ich jetzt nicht. Ich habe keinen Bock drauf. Die Mystic Melody, ich glaube, ich habe es euch schon bereits gezeigt. Wenn nicht, dann schaue ich mir die Parts nochmal genauer an. Dann vielleicht kann ich das ja noch nachholen in der Dark Story. Ich sterbe so oft hier. Deshalb mag ich den Level nicht besonders. Also, nochmal von vorne. Highspeed nach vorne. Und jetzt kann ich hier geil springen. Oder auch nicht. Ah, die Kamera. Wo ist die Kamera? Die ist da am Boden hängen geblieben. Okay, ich habe nur noch 2 Leben. Jetzt darf ich die nicht verplempern. Nach vorne. Ich habe noch 1 Minute, um diesen Level abzuschließen. Sonst muss ich hin. Na, ich glaube, ich werde trotzdem alles in einem Part machen, glaube ich. Ist schon besser. Das ging nochmal gut. Wow. Oh, das war jetzt sehr knapp. Irgendwie krieg ich das nicht mehr hin. Ich glaube, mein Timing ist ein bisschen im Arsch. Okay, warum habe ich das jetzt gemacht? Oh, das ging aber nochmal gut. Yes. Und natürlich war das nicht genug. Verdammt, jetzt habe ich nur noch ein einziges Leben. Auf keinen Fall jetzt in irgendwelche Dummheiten machen. Jetzt im Level einfach bloß abschließen. Deshalb mag ich die Level nicht besonders. Nein, das war jetzt noch eine Dummheit! Okay, Leute, ich mache einen Jump Cut. Okay, das ist vielleicht ein bisschen besser. Bis gleich. Here we go. Yeah.
Yes! Diesmal habe ich es geschafft! Cool! Und ich merke auch, ich spiele viel besser, wenn ich überhaupt nicht spreche oder sowas. Also sprechen, reden, das ist nicht gut. Das darf man nicht. Soll man nicht. Tut man nicht. Doch, das tut man eigentlich bei Let's Plays. Also weiter geht's jetzt! Ich glaube, jetzt können wir den Level normalerweise gut abschließen. Ich habe ein bisschen trainiert. Das vorhin, das war jetzt bloß Training. Das gilt nicht. Wir können es jetzt abschließen. Zum Glück. Ich glaube, ich lasse diesen einen Part in, wo ich jetzt leise gespielt habe. Das tut auch mal gut, ein Let's Play ohne Kommentar zu geben. Das tut auch mal gut. So. Das hier sieht geil aus. Erinnert mich auch wieder jetzt an Lost World in Sonic Adventure. Nicht an Sonic Lost World, sondern an Sonic Lost. da ist Sonic jetzt an der Kante da irgendwie hängen geblieben. Geil. Okay, ich glaube, jetzt kommt noch eine Cutscene und dann kommt das finale Duell. Oh, ein A-Rank! Ja, ich hab's jetzt eigentlich in einem Zug durchgespielt. Das war jetzt nicht schlecht. So, jetzt kommt die berühmte die wahrscheinlich bekannteste Cutscene Fleisch aus dem Spiel. Wo die zweitbekannteste, drittbekannteste, wie auch immer. Viel Vergnügen! You never cease to surprise me, Blue Hedgehog. I thought that capsule you were in exploded in space. You know, what can I say? I die hard. You actually saved me, you know. It was a Chaos Emerald, wasn't it? But there's no way you could have activated the Chaos Control using an emerald that's fake. So, there's more to you than just looking like an emerald. What are you, anyway? I'm Sonic the Hedgehog! I see. But you know, I can't let you live. Your adventuring days are coming to an end. Ja, so viel zu Sonic and Shadow. Link, wie sofort, das ist der, wie sagt man, der finale Duell, das finale Duell, Duell. Also das ist ein bisschen, also vorhin hatten wir einen Kampf bereits in, ich weiß nicht welchen Part 4 oder 3, keine Ahnung, gegen Shadow. Und das war ziemlich easy. Das hier ist ein bisschen schwerer. Wir laufen jetzt gleichzeitig, weil wir können jetzt nicht einfach so stehen bleiben, weil hinter uns bricht alles zusammen. Der Weg, der bleibt nicht standhaft, der fällt auseinander, so wie jetzt eben. Und Shadow kann auch angreifen, er ist jetzt eben runtergefallen. Dieser Arschloch kann bloß Chaos Control benutzen. Was ihm einen Vorteil gibt, aber ich kann ihn auch angreifen. Wow! I am the Ultimate, sagt er die ganze Zeit. Also es gibt verschiedene Tricks, um ihn zu erledigen. Ich erledige ihn lieber im Nahkampf, so. Also eigentlich ist der Nahkampf das Einzige, was man machen kann, um gegen ihn zu Wow! Okay, ich kann auch sterben. So, jetzt mache ich mal ernst hier. Also meine Technik ist immer dasselbe, einfach Homing Attack spammen. So gut es geht. Am Anfang geht es nicht so gut. Hier, schaut mal. Er ist nicht gut. Er läuft etwas zu schnell. Daher benutze ich manchmal den Spin Dash. Oder das auch. Das geht auch. Ja, man sieht das grüne Licht da. Dann sieht man, dass er den Chaos Control einsetzt. Oder das Chaos Control, was auch immer. Das Dumme ist, je öfter ich ihn kriege, desto mehr wird er sich verteidigen mit seinem Dash oder was auch immer. Aber ich kriege ihn auch noch oft. So, noch zweimal treffen. Ist nicht einfach. Ist nicht einfach. Ich muss ihn treffen, so so in den Ringen hier. Ja, das müsste gehen. Ah, das war jetzt zu spät. Ja, nicht einfach. Man muss schon den richtigen Moment treffen. Okay, versuchen wir es weiter. Es bringt auch viel, eine Menge Ringe zu sammeln.
Ja, oh, das war jetzt knapp. Das hätte jetzt klappen können. Okay, jetzt versuche ich mit dem Spin Dash. Das müsste ja auch gehen. Ah, der hat's auch geblockt. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Okay, jetzt aber. Au! Oh! Ja, getroffen. Mit dem Light Dash geht's auch. So, ich glaube, ich benutze noch eine letzte Technik, die auch viele Leute benutzen. Das heißt, einfach bloß hier hinten stehen, warten, bis er anfängt anzugreifen und dann los. Yes, das geht auch. Das war's. Damit haben wir Shadow besiegt. Das wäre jetzt ein bisschen geiler Kampf, aber nie so geil. So, und an dieser Stelle werde ich mich jetzt vorerst verabschieden, weil jetzt kommt eine Cutscene, dann Credits. Wir sehen uns dann während den Credits. Bis gleich. Tschüss. Sonic, I did it! Awesome job, Tails! Sonic! Look outside! Ooh. Damit hätten wir die Hero Story abgeschlossen. Das war jetzt Sonic, Tails und Knuckles. Mit den drei haben wir halt jetzt gespielt und ich werde jetzt ganz kurz ein kleines Review geben. Kein Review, aber ja. Also Sonic, das funktioniert, das ist wahrscheinlich eines der besten Gameplay-Mechanics für Sonic in einem 3D-Spiel. Ich finde, man läuft wunderbar, die Physics, das funktioniert wunderbar, die Sprünge, das Action-Feeling, alles passt wunderbar, die Steuerung und alles. Also mit Sonic zu spielen ist geil und die Levels sind einfach bloß Kick-Ass. Damit macht es am meisten Spaß, mit Sonic zu spielen, ehrlich zu sein. Mit Tails, ja, das ist eben dieses Mecha-Mechanic, also mit diesem Cyclone, was auch immer das Ding auch heißt, damit rumzulaufen und zu schießen, ist jetzt nicht keine schlechte Idee. Ich glaube, es erinnert ja an das Gameplay von Gamma aus Sonic Adventure 1. Das sei ja irgendwie cool, aber hier passt nicht zu Tails, also finde ich jetzt ein bisschen schade, dass wir nicht mit Tails wirklich Tails können spielen, so mit Fliegen und so. Noch schnell zu Knuckles. Knuckles, Schatzjäger, Emerald suchen, das haben wir in Sonic Adventure. Ich finde, hier ist es dasselbe, bloß das Radar ist ein bisschen am Arsch. Und das Gameplay von Knuckles ist eigentlich besser. Er ist viel akrobatischer und er hat Kampfkünste und alles. Und die Musik ist schon vorüber, das ist jetzt komisch. Egal.
An dieser Stelle werde ich mich jetzt ausklinken. Also das war jetzt ein geiles Let's Play von The Hero Story. Wir legen sofort los im nächsten Part mit der Dark Story. Darauf bin ich sehr gespannt. Das wird geil. So, bis dahin. Ich lasse noch den Abspann hier fertig rollen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. So, also es müsste erst gleich fertig sein. Komm. Also gut, bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen. Eggman steals the research from a military base located on an island to the south. The military's top secret weapon, Shadow, sealed in the space colony park, the Seven Chaos Emerald. When all of the keys have been collected, world conquest will be at hand. Sonic Adventure 2, The Dark Side Story. Long live the Eggman Empire.